Hi Busch. Hi. Du, sag mal, ich habe hier diese Straße gebaut und eigentlich ist sie ja auch ganz nett, aber findest du nicht, da fehlt was? Irgendwie ist sie ein bisschen langweilig so, oder? Ja, stimmt. Es ist auch recht dunkel gerade, Es ne? ist auch ganz schön dunkel, das stimmt. Ja, Ja, wenn du da man sieht langläufst, auch musst du gar Angst nichts. haben, dass dich einer messert oder so. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Warte mal kurz. Ja. Wo kommt das Licht her? Warte, wow, wo kommen denn die Laternen her? Tja. Wow, das ist doch cool. Das gefällt Ja, mir. wenn es jetzt wieder Tag wird, dann kann man sie auch einfach wieder verstecken. Was? Wie? Verstecken? Guck dir das an. Dem Erdboden gleich, alle verschwunden. Das ist cool. Und genau das wollen wir euch heute zeigen, wie das funktioniert und was ihr dafür tun müsst. Und ja, wir fliegen mal. Wo soll man hinfliegen, um das zu zeigen? Einfach mal hier nebenan. So, ihr braucht dazu nämlich ein paar Dinge. Busch? Ah, da bist du. Okay. Ihr braucht natürlich ein paar Dinge. Wie immer natürlich ordentlich Redstone. Könnt ihr euch schon denken. Ihr braucht Seelaternen. Ihr braucht nicht unbedingt Erdblöcke, wie sie hier verwendet sind. Ich schalte nochmal um. Das ist jetzt, wenn ihr das als Erde oder Wiese wieder zu haben wollt. Ihr könnt das aber auch mit anderen Blöcken machen. Hauptsache, diese Blöcke lassen sich Pistons bewegen. Das ist der entscheidende Faktor. Ja. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das geht. Das sind im Prinzip mehrere Bestandteile, die ihr baut. Losgelöst voneinander, die dann zusammen so funktionieren. Einmal die Ansteuerung, eigentlich zusammengesetzt aus sogar drei einzelnen Schaltungen, würde ich sagen, ist die zusammengesetzt, oder? Ja. Dann hat man die Schaltung, die eben die Signale erzeugt für die ganzen Kolben, und dann haben wir die Kolben, die eben noch entsprechend angebracht sind. Theoretisch könnten wir sogar mit einem Lichtsensor arbeiten. Das stimmt sogar. Man könnte als Input-Signal einen Tageslichtsensor machen, dann fährt das automatisch aus, wenn es eben dunkel wird, und ein, wenn es wieder hell wird. Okay, aber jetzt erstmal dazu, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und ich sehe schon, der Busch hat schon rote Wolle in der Hand, das heißt immer, er will gleich was bauen. Ja, und zwar gibt es ein kleines Prinzip eines Double Extenders, wenn derjenige nach oben geht. Und zwar kann man die ganz einfach hier mit einer Fackel ansteuern, die eben zwischen zwei Blöcken ist. Wenn man jetzt hier eben in den unteren Block ein Signal reingibt, na, wo habe ich einen Hebel? Hier. Ich setze mal hier einen Block drauf. Na, dann zieht es sich erstmal um eins ein. Wenn es nochmal kurz angeht, dann tauschen die Pisten sich. Und wenn es dann nochmal eben wieder ausgeht, die Fackel, dann hat sich's komplett eingezogen. Jetzt ist der Moment, wo wir eben von der Seite den Block tauschen. Und dann tauschen wir hier eben dann den Block ran. Und dann, wenn man hier eben das Signal wieder ausschaltet, dass die Fackel angeht, fahren sich beide auch wieder aus. Genau, also ihr habt es gesehen, es ist signalabhängig. Es ist keine Schaltung, die jetzt diese einzelnen Schritte verursacht, sondern es ist einfach nur das Eingangssignal beim ersten Mal, beim zweiten Mal und beim dritten Mal ein unterschiedlicher Zustand, der erreicht wird. Genau. So. Das ist einmal, dass wir eben den Block reinbekommen. Dann habe ich gerade ja schon gemeint, dann müssen wir ihn austauschen. Dafür brauchen wir hier noch ganz normale Kolben, die eben nicht sticky sind. Einmal links einen und einmal rechts einen. Zack. Und da setzen wir jetzt eben den Block hin, gegen den es ausgetauscht werden soll. Beziehungsweise den hier setzen wir noch mal ein Stück weiter rüber. Zack, zack. Den hier so. Und hier diese Torch setze ich noch mal hier jetzt daneben, denn dadurch haben wir folgendes: Wenn wir jetzt hier den Pisten einziehen, zack, und jetzt fahren wir hier auf der Seite eben den rechten aus. Dann sehen wir schon, die Seelaterne befindet sich jetzt über der Fackel. Und dadurch, dass eben die Seelaterne jetzt über der Fackel ist, kann der obere Block nicht mehr bepowert werden, denn wir wissen ja, Seelaternen und Glowstone oder Glas kann nicht selbst Redstone leiten. Da Haben wir können vor wir. 4 oder 5 Folgen schon mal erklärt. Schaut einfach mal in die Story rein, wenn ihr das nochmal genau verstehen wollt. Genau.
Und das heißt, jetzt kann ich hier ansteuern, wie ich will, aber er wird sich niemals wieder doppelt ausfahren. So. Da, ja, genau. Und so haben wir dann eben, wenn wir hier jetzt, angenommen, wir hätten hier jetzt, ich habe leider keine Erde mehr, unsere Ebene mit dem ganzen Gras und sowas, dann fahren wir hier jetzt nochmal den Block ein. Jetzt kommt von der anderen Seite, dann schaut oben eben das wieder raus. Dann fahren wir es eben jetzt wieder ein. Das ist im Grunde schon das ganze Prinzip, was da drüben stattfindet. Allerdings von der Verkabelung her noch ein bisschen aufwendiger und von der Ansteuerung vor allen Dingen fehlt noch einiges. Genau. Wir müssen nämlich erstmal sicherstellen, dass wir... Ich baue jetzt hier das Ganze mal wieder ab. Ich gebe dir mal ein bisschen Stein für den Boden. Für den simulierten Boden. Genau, ich baue das jetzt trotzdem einfach nur mal im Querschnitt. So. Genau, wir müssen jetzt erstmal hier, und dafür nehme ich jetzt einmal einen Knopf her, einmal das Signal anmachen, dann sehen wir schon, hier, das wird eingezogen, die Pistons tauschen sich aus. Jetzt muss das Signal etwas länger anbleiben und der rechte Piston muss sich ausfahren und dann kann das Signal wieder ausgehen und wir haben den Erdblock. Um das Ganze wieder zurückzuwechseln, muss hier jetzt einmal kurz das Signal angehen, dass sich die zwei unteren Pistons austauschen. Zack. Und jetzt muss es nochmal eben etwas länger anbleiben. Der linke muss eben den Block drüber schieben. Und dann fährt sich's wieder aus. So, jetzt zeigen wir euch das Ganze nochmal ein bisschen freigelegt hier und wir erklären jetzt nicht mehr im Einzelnen, wie was funktioniert. Wer das verstehen möchte, der muss sich die alten Folgen nochmal anschauen. Ansonsten findet ihr wie immer auf meinem Discord-Server die Schematik am Ende und da könnt ihr euch die runterladen, könnt das so nachbauen und beliebig erweitern. Wenn ihr das nachgebaut habt, dann versteht ihr auch, wie es funktioniert. So. Genau, hier jetzt noch eine kurze Erklärung, dass ihr dann auch die Schematika versteht und eben diese Ansteuerung, wo wir jetzt gerade drüber fliegen, mit den Pistons passend verbinden könnt. So. Genau, hier drin sind die ganzen Pistons. Also hier sieht man diese... Ah, ich muss mal die Jeezys ausziehen. Sekunde. Da sieht man die... Ah, jetzt dauert es noch, bis der Effekt vorbei ist. Sekunde. So. Hier sieht man diese Straßen mit Pistons, wie wir sie eben aufgebaut haben. Ne? Immer links der Piston, rechts der Piston und in der Mitte die Doppelpisten. Genau. Da sind hier dann die Torches daneben. Und hier... Von dir aus links sieht man eben oben, da ist die braune Wolle mit dem Redstone drauf. Da werden dann die Pistons angesteuert. Hier unten unter jedem Piston befindet sich nochmal ein Repeater, dass das Signal eben immer gleich stark bleibt. Zwischen den Torch Towern, eben auf der anderen Seite von dir, da sind eben dann auch die ganzen Repeater, dass eben dann alle nacheinander auch bepowert werden. Das Ganze zieht sich eben durch. Wir haben hier zwei Reihen. Und zwar einmal haben wir die Schaltung, dass hier links davon der Torch Tower ist und einmal, dass rechts davon der Torch Tower ist. Einfach aus dem Grund, dann sonst müssten wir die Straße noch breiter machen, wenn wir es andersrum machen würden. Genau. So. Hier benutze ich das Ganze und hier vorne ist die Ansteuerung jetzt noch. Genau, dann jetzt zur Ansteuerung. Wenn ihr die Schematika fertig baut, dann habt ihr hier eine Half-Slab. Die geht hier dann runterwärts. Dieser Half-Slab und der Weg, der hier dann runter geht, der muss an den mittleren Pisten, an den mittleren Torch-Tower muss da angeschlossen werden. Dann haben wir hier eben einen Repeater, der hier oben drauf sitzt und der hier noch dieses 3 Redstone-Dust um sich rum hat. Der muss, ganz wichtig ist hier dieser Repeater auf 4 Ticks, damit an die Reihe angeschlossen werden. Jetzt muss ich selbst nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. Muss an die Reihe angeschlossen werden, die nicht den Torch Tower hat. So, wenn wir hier jetzt mal reinschauen, in dem Fall jetzt die linke Reihe. Da, wo eben der Torch Tower nicht ist, beziehungsweise auf der Seite die rechte Reihe. So. Und dann haben wir hier noch einen Signalverkürzer, der durch eine Redstone-Fackel angesteuert wird. Da ist der erste Repeater auf 4 und das Signal, was hinten rauskommt, ist eben auf 3. Dieser hier muss dann noch an die
Reihe angeschlossen werden, wo eben dann der Torch Tower mit dran ist. Genau, jetzt können wir das mal betätigen und da werdet ihr schon sehen, dass hier ganz viel blinkt. Und zwar vor allem diese Leitung hier viel blinkt, auf der ich jetzt stehe. Und die anderen jeweils noch einmal kurz angehen. Und jetzt im umgekehrten Fall. Genau. Ja. So viel dazu. Also wenn ihr euch einen schönen bläulichen Weg bauen wollt. Ach ja, was ihr vorhin noch meint mit dem Lichtsensor, der Hebel. Hier, den könntet ihr auch gegen Lichtsensor austauschen und so einstellen, dass beispielsweise immer, wenn Nacht wird, die Dinger ausfahren, wenn Tag wird, einfahren oder auch andersrum. Ach guck mal, Busch, ja, hat genau, einen dabei. Habe ich mal einen dabei. Dann mache ich hier mal einen Repeater dran. Ich weiß nämlich gerade im Moment noch nicht, ob Lichtsensoren immer volles Signal geben. Na? Das sehen wir schon. Jetzt steht er auf dem Nachtmodus, das heißt, tagsüber würde es angehen. Genau, es ist jetzt eben, sobald es, jetzt ist Tagmodus, ach ja, er liefert ein Signal der Stärke 1. Das heißt jetzt, jetzt haben wir genau den Moment erwischt. Jetzt sind die C-Laternen eben ausgefahren. Genau, und so braucht ihr das nie wieder von Hand schalten, sondern habt immer automatisch den Rhythmus, je nachdem, was ihr machen wollt. Genau, okay. Und wenn der Husch jetzt hier noch 20 Minuten wartet, ja, dann... ganz wichtig für euch, das richtet sich nach der Serverzeit und nicht nach eurer persönlichen Zeit. Das heißt, wenn ihr bei euch persönlich Tag macht, hilft das der Schaltung wenig. Genau. So, dann schalte ich mal hier wieder um. Da bin ich. Gucken, wo sich der Busch positioniert. Wahrscheinlich auf die Seite, wie immer. Dann war es das auch für heute schon. Ach ja, übrigens, wenn irgendjemand weiß, wer mir diese dämlichen Hasenohren verpasst hat, dann schreibt mir das doch mal bitte. Ja, ich lasse sie so lange an, bis ich das weiß. Und ja, da wirst du sie vermutlich für immer tragen. Ich vermute nicht, auch. Deswegen versprich sowas nicht. Ansonsten, während ich hier vom Busch eingebaut werde, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und morgen kommt was ganz anderes. Morgen kommt eine Runde Day of the Tentacle. Das heißt, schaltet morgen einmal ein, wenn ihr was Neues sehen wollt. Und das war's mit Redstone Schule. Discord liegt die Schematik für euch. Bis dann, euer Rouge. Und euer Busch. We'll be right back.